Ich zeige euch heute, wie man Zimtknoten selber macht. Alle Zutaten, die ihr dafür benötigt, schreibe ich euch natürlich wie immer auch in die Infobox. Die Zimtknoten sind ohnehin ohne Ei, das heißt, man kann sie ganz einfach auch vegan machen, indem man die Milch durch pflanzliche Milch ersetzt und die Butter durch Margarine ersetzt. Ich verwende dafür jetzt Sojamilch und fange jetzt gleich damit an, dass ich die erwärme. Die sollte allerdings nicht zu heiß sein, weil in der Sojamilch löse ich nachher den Germ auf. Und wenn da die Milch zu warm ist, dann wird der Germ kaputt. Ich verknete in der Rührmaschine jetzt mal das Mehl mit dem Staubzucker, dem Kardamom und dem Milch mit dem Germ drinnen. Und später kommt noch das Salz und die geschmolzene Butter dazu. Den Teig knete ich jetzt noch einmal kurz von Hand durch und dann lasse ich ihn für ungefähr eine Stunde bei Raumtemperatur liegen. Bereite ich die Buttercreme-Füllung vor. Dafür schlage ich Butter gemeinsam mit dem Rohrzucker, Zimt und Vanillezucker auf. Der Teig ist jetzt richtig schön aufgegangen. Den drücke ich jetzt auf ein Rechteck aus, das ungefähr 1 cm dick ist. So habe ich das jetzt ausgedrückt. Bei mir ist es jetzt doch ein bisschen dünner geworden als 1 cm. Also ich würde schauen, dass es jetzt so circa 1,5 bis 1 cm sind. Auf dem ganzen Teig verteile ich jetzt die Zimtcreme, die wir vorhin vorbereitet haben, und dann klappe ich den Teig einmal zusammen, dass ich quasi dazwischen eine Zimtschicht habe. Ich habe mir jetzt einen Pizzaschneider geholt und damit schneide ich jetzt lauter 1,5 cm breite Streifen runter. Aus jedem dieser Streifen mache ich jetzt einen Zimtknopf, das heißt, ich nehme die Streifen her, teile den unteren Teil nochmal in 3 Teile, lasse aber oben 1 cm ganz und diese 3 Teile werden dann eingeflochten. Aus diesen Zöpfen mache ich jetzt solche Knöpfe, das heißt, ich wickel die Zöpfe um sich selbst herum quasi. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber wenn man das 2-3 Mal gemacht hat, dann ist es ganz einfach. Die beiden Enden meines Zopfes gebe ich nach unten hin, damit man die später nicht sieht. Auf die Zimtknoten kommt jetzt noch Hagelzucker drauf. Damit er hält, bestreiche ich sie mit Sojamilch. Ihr könnt sie natürlich auch mit einem Ei bestreichen. Und dann lasse ich sie noch mal für eine halbe Stunde gehen. Und ungefähr eine Viertelstunde hält, bevor die Gehzeit vorbei ist, heizt sich das Backrohr auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vor. Also die Zimtknoten kommen jetzt für ungefähr eine Viertelstunde ins Rohr. Also das sind jetzt meine fertigen Zimtknöpfe. Sie sind wirklich fein geworden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und falls ihr Wünsche für andere Rezepte habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Sollen wir es aber auch so lassen?